Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shrouded. Ja, mit dem Magius und mit dem Typen da. Dem da mit dem Schild. Mit dem Magius und mit dem Haurus. Haurus und Magius. Ich würde sagen, wir porten uns zu dem Turm. Stimmt, mit dem können wir uns aber porten. Hochweidenwarte. Das ist der erste, den wir freigeschalten haben. Ja. Da können wir dann einmal da hinporten, pflügen, wo der Magier, der Alchi, sein Mörser verloren hat. Wo der Alchi sein Mörser verloren hat. Genau. Müssen wir da so schräg rüber. Ja, da können wir ja durch, oder? Das ist normales Mörser. Ja, da müssen wir so schräg um da irgendwie. Da so schräg rüber müssen wir. Über das Miasma quasi drüber. Ja, das schafft schon. Ich fliege da noch. Also entweder wir fliegen da und dann um mich oder da hinten und gehen wir um mich. So, wo das Haus ist. Schauen wir uns das Häusl da unten an. Okay. Juhu, Flughörnchen. Ready Mount zur Landung. Bitte stellen Sie die Tische nach oben, die Sitze gerade und schnallen Sie sich an. Was da? Oh, wow. Ja, scheiße. Was denn? Diese Mal, wenn man eine W drückt, dass man oft einen Sturzflug macht. Nichts beschleunigen, gell? Oh wow, wie geht es denn da hin? Voll die Höhle. 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 Da ist hier was los. Ja. Keiner da waren. Voll Fato. Keiner da. Und da gibt's Ärger gemacht. Action. Hallo? Guten Tag. Oh, ich hör schon wieder Rotten. Aus, so. Schweine. Ein Ast. Na toll. Bis jetzt, Tier ist er nur. Ah, Spinne. Schlimmer wie Ratte. Bist du jetzt hin? Im Keller wieder. Das ist ja zack. Bitter. Okay, war nicht nett. Hinterhältiger Schaden. Du bist aber wieder hinterhältig halt. Und Garn und Breitlings. Das ist nur Garn. Kim, glaub auf. Glaub auf. Es ist da nix drin. Das ist ja mau. Na? Die ganze hier war nix drin. Zweiten Stock gibt's, aber wie kommen wir da auf? Wahrscheinlich von oben reinfliegen. Was ist da in der Ruine? Warst du da schon? Nix. Was da ist was zum Trinken. Doof. Da oben ist offen. Ja, irgendwie kommt man da auf. Wahrscheinlich von oben reinfilmen. Das ist ein Hugel. Da wandert jetzt mal nach oben. Hoch. Da plündern. Garn. Lass man schon wieder zu sehr ablenken. Ja, da. Denke mal, ja. Oder? Nein. Geht nicht. Ah, oh Gott. Verdammt, es ist nicht weit genug. Ach, keine Ahnung. Das habe ich auch probiert. Das ist nicht gegangen. Ich war jetzt drin vom Hugel umgeflogen, aber da stürzt Feuer ab. Na, weiter geht's. Mal müssen wir da um. Oh Mann, bestimmt der Geist die Lut um. Ja, bestimmt. Wenn wir Räuberleiter machen. Schwammerl. Wölfe.
Stufenaufstieg. Wieder? Du bist mir bald rein. Kann man dafür stellen. Ich bin zuerst Stufe 6. Ja, und ich? Du wirst schon 8 haben oder so. Steht. Fähigkeiten. Na, Charakter. Ach, na, ist Rucksackplatz. Na, egal. Das Expo bei Charakter. Stufe 6, über Attribute. Ah, Stufe 8. Anscheinend gerade warm, bevor wir letztes Mal aufgehört haben. Da müssen wir um. Also, jetzt sieht man wieder, Nahkämpfer ist wirklich zum schnellen Steigern gut. In der Nähe. Das ist ja geil, wie flach man da über den Boden düst und dann eine Storne. Plündern. Schwammerl. Und deine Schwammerl. Wölfe. Drei. Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf. Was ist denn du Schwammerl so? Nö, ein Wolf hab ich. Knochenlose habe ich jetzt, den nehme ich nicht mehr mit. Nein, scheiße. Doch noch mal Knochen mitnehmen. Nimmst du? Klar. Na ja, das sind ein paar Zelte, aber wieder absolut keine Truhe. Oder irgendwas. Kein Loot. Ah, da waren wir da schon mal. Da waren wir schon mal. Da sind wieder die haarigen Biester. Ja, ja, da waren wir schon. Da geht's ja dann nach oben zu dir. Du bist falsch. Du musst da zu mir her. Andere Richtung. Dem Weg folgen. Quasi Richtung Norden. Warte. Die Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Und vor allem Tierfell. Tierfell. Was ist das? Ah, Wiederbelebungspunkt. Da ist. Jetzt ist wieder alles da. Ah, doch, da. Ja, ja, noch ein Ausloggen, Einloggen ist das Zeug wieder da. Da sind ja die Bäume wieder nachgewachsen. Elfe gibt's da schon viel. Ah, Gemüse hier. Ja. Ganz am Rand entlang. Warten wir noch auf den Gerwulf. Gerwulf. Da kommt er schon angewuselt. Sehe ich schon seinen Namen. Schwammerl. Und da war er wieder weg. Und er schaut überhaupt nicht auf seinen Magierkollegen. Lass die ganzen Schwammerl aber liegen. Schwammerl bringt Intellent. Intellent? So viel Schwammerl wachsen da nicht. Oh Gott, wofür bringst du mir denn da wieder hin? Na, mit der Spitzhacke gehen wir da rauf. Ja. Du lag ein Eichel da. Na. Du bist ein Rüssel aufgegeben. Du bist ein Rüssel eingegangen.
Ja, dann macht sich die Intelligenz schon wieder bemerkbar. Ich hab mir gerade ein zweimal ein Piefer. Und sagst du die bunten Farben, wie die riechen? Ja. Und die Töne kann man schmecken. Ja. Oh, da um den Berg müssen wir drum dumm da. Da ist ein Schwammerl, schau ich beleuchtern. Schaut, dass mein. Der kleine Feuerstab nicht mehr Licht macht. Schaut hier. Darüber müssen wir auf das. Nein, auf das. Aber das schaut gut aus. Du sagst auf die. Hey, da ist er grob. Ja, da hast du nicht aufgeschaut. Hey, hier ist er grob. Er liegt da. Kann man nicht lesen. Kommen wir den aus? Hier liegt Erik, der Hütchenspieler. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Das ist eine Truhe. Das du aufmachen, das schaut geil aus. Öffnen. Oh, das lasse ich dir drin und das nehme ich und senke den Zauberstab. Aber ich glaube, der. Nehmen wir mit. Wieso denn? Kostet nix. Macht jetzt der Zauberstab? Der macht Feuerschaden? Stimmt. Was ist jetzt noch besser? Gelb oder? Gelb ist der Best. Gelb ist. Ja. Lila ist der Schaden. Nächste. Konstanter. Das für Sterne am Himmel. Plus 3 Feuer, plus 3 Eis, plus 3 Feuer. Also plus 6, 33. Na. Ganz leh. Zerlegen. Löschen. So. Na. Was bei kurz einmal im Berg drin. Im Berg. Oh, was hat's denn das für Viecher? Man weiß es nicht. Man sagt es halt. Gut, das sind halt die normalen Feinde. Den hast du aber wegbrutzelt, hier. Der ist auch weg. Sehr gut. Sehr gut. Oder der hat keinen Schäder, der Zauberstab. Okay. Für Klumpen aufkommen. Zerlegen. Was mit der Axt? 17. Schwert hat 26. Zerlegen. Weg damit. Dunkel. Oh, au. Okay, jetzt. Ist das oben oder unten? Die Frage. Na, auf der anderen Seite. Nicht da drin ist Turm, oder? Na, irgendwo da ist ein Magierturm. Weißt du? Da ist der Alchi-Mörser drin. Au. Die Landung ist aber nicht sehr sanft da. Ja, zumindest tut er ein bisschen aber sauber. Sauber abholzen. Ah, oh, das ist aber ein Funzel. Das schafft er schon. Dann können wir wieder bei looten. Ah, der liegt wieder noch. Achso, der ist da unten. Na, dann lass mal drin. So der jämmerlich Verrecker. Hat der Glühbirnchen. Das schaut doch gut aus da vorne, oder? Was ist denn das? Achso, Hirsch, Ding, was? Gamsburg, da, die gelben Blumen brauchen wir doch, oder? Gelbe Blumen? Gelbe Blume? Ja, das war aber das falsche Spiel. War das falsche Spiel? Ja, das war bei den anderen da, wo man die Tränke machen kann. Grabschleierkatakomben. Ist das, wo wir hin müssen? Man schaut so aus. Da müssen wir irgendwie rein. Das Grabmal der Königin. Was?
War das schon richtig? Bin unschlüssig, aber ich denke. Das haben wir es trotzdem machen. Ja, dann müssen wir eins weiter. Oh, dann gehen wir da rein. Passt da. Na, wenn schon gerade mal der Königin ist. Ja, wir werden sowas von sterben. Aber wenigstens ein Lüchter. Schon mal Vorteil. Oh, lesen. Zu Ehren der Erde, dem Eis und dem Erbe. Blick nach links, gedenkt dem Ältesten, so wagt er es. Zu zerreißen und richten, der Schnabel des Adlers durchbohrt Wolken und Himmel. Erhöht, erhört keine Bitte, denn Schnee drängt das Blut der eigenen Sippe. Mein Gott, der Weg nach rechts führt zur Jüngsten, einst Tochter der Lieder. Trägt alles Leid, legt die Äxte nie mehr nieder. Wird Gefolgschaft bedrückt durch Ebbe und Flut, Ebbe erleuchtet durch Mut selbst das Herz der Brut. Der Hauptraum gedenkt Mutter und mittlerem Sohn, finde beide Verstecke, dann gebührt dir der Lohn. Aha, also ist links bei mir gestanden. Ja, links irgendwas mit Adler und Schnäbel und Himmel und rechts Tochter und Äxte und ja. Okay. Also ich vermächte da nicht. Links oder rechts? Das sieht gefährlich aus. Ich gehe links. Na, geh mit. Das ist schon wieder dunkel. Ist schon wieder dunkel, das gefällt mir nicht. Mal wieder das Licht einschalten. Ah, das ist wieder hell. Da geht's wieder. Eieiei. Oh. Juck, juck. Dann machen wir mal die Türe auf. Dietrich benötigt. Ja, kann Dietrich mehr. Ja, was aber ich hab Schrott, glaube ich, eingeschoben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, sind Nägel, was ich hab. Schade. Warte mal, ich schau mal, wie ich noch Schrott hab. Nimm! Rucksack. Ich hab noch einen Schrott. Wie viel brauchen wir für so einen Dietrich? Wahrscheinlich zwei, oder? Ja, war klar. Ich hab einen. Wenn wir noch einen finden, können wir einen Dietrich zusammenzaubern. Ja. Oder wir schlagen mal die Tier ein. Ich weiß gar nicht, ob das gegangen. Wow, was bist denn du? Lass mal Ruhe, lass da auch mal Ruhe. Ah, dein Ruhe. Ja. Der haut automatisch gar nicht auf die Tier hin. Jo, jetzt. Ah! Dietrich kann man sich sparen können. Schießt du mit der Scheiße auf mir? Geh weg! Ah, frische Tasten. Hä? Harry, ich bin drin! Also? Oh, hallo. Hallo, mein Feind. Der Feind, dein Freund. Müssen wir mal die Eisbolzen mal probieren? Schrott dabei? Natürlich nicht. Gut. Muss kommen, eher aufschlungen mit Tieren. Ja, bloß bevor wir. Aha, oh. Ja. Was wird da so? Ich soll jetzt nicht. Wären schneller wie die anderen, kann das sein? Wow. Das ist nicht gut, was du da tust. Gut. Ich werde geheilt. Juhu. Mach auf. Ein Bogen für dich. Ein Bogen für mich. Es ist da wie die aufgegangen. Der schreit nur so. Jämmerlichst. Muss woanders sein. Na, dann gehen wir wieder raus. Aha, okay. Boah, da steht ja einer. Der Seppi. Aber können wir? Also 3 Minuten 10 habe ich noch. Ja, gehen wir schnell auf und laden wir wieder auf. Außer von mir erstmal. Denk mal da vor rum noch irgendwas. Uah! Gut, da ich gleich auf den Fallschirm gedacht habe. Ja. Aha. Ich meine, du willst das vorher rum und da schau. Ja, die Brüstung war flach ausgedacht. Das entspricht nicht der deutschen Industrienorm. Ist nicht hüfthoch. Ein! Aha,
Hat sie es geschafft? Meins. Bläh, was ist drin? Nur Zeug für die Tränke. Die Döns. Nein! Bitte, jetzt sind wir zusammengeflogen. Bin ich nicht umgekommen. Ich auch nicht. Da habe ich den anderen niederbescht. Oh, was bist denn du? Also ein Käfer. Erschreck mich halt, du blöde Sau. Ja, und du hast es eh ausgesetzt da. Achso, hätte ich ja gar nicht mehr. Ich habe so ein Hebel gefunden. Müssen wir schauen, ich habe da so ein Hebel gefunden. Du hast einen Hebel gefunden? Ja, den habe ich jetzt betätigt. Ja. Ah, das ist der andere Weg, ja, oder? Keine Ahnung. Bist du hier? Oh. Bist du da über, bist du über die Lava gekommen? Ja. Au, au, au. Bist du bescheuert? Blöde Hähne. Ja, war da. Gut, die kann ich nicht blocken. Das ist blöd. Stirb. Jetzt hast du davon. Hier bin ich. Hier. Bin von einer blöden Hähne angegriffen worden. Juhu. Heilung macht der Gerwolf im Nu. Gehen wir jetzt heilen. Möchte mal schauen, was für Entfernung, dass der Heilungszauber geht. Nö. Nö. Ah, doch, da ist der Herr, geht er zu mir jetzt. Ah, das wäre nichts, ne? Muss mich schnell da raus, aufheilen. Oh, was sind das? Ja, da müssen wir die ganzen Knöpfe finden, oder? Hab ich schon gefunden. Ah. Oh Gott. Oder unten müssen wir da unten noch weiter suchen. Hilft nix. Da oben ist was? Du kannst bestimmt du aufschießen, oder? Oder bringt das meine Zauberei aus? Weißt du nicht? Probier's. Also einen Schaden hat's gemacht, aber. Aber auf was schießt du? Das leicht nix. Da oben ist so ein. Und da wieder Lampen. Und da halt Lampen. Da ist ein Feind. Nein, oben. Du den? Ah, da ist ein Feind, ja. Wow. Meister mit einer Granate noch mehr. Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Da oben unter der Lampen sehe ich nichts. Außer die Lampen. Na, ja, da drin. Nein. Das muss leuchten. Ja. Haus auch schon. Das ist auch. Holt mal raus, glaube ich, ein Knöpfle. Ja, ja. Dann machen wir da noch ein bisschen rum. Da ist einmal so eine verschlossene Türe. Da noch. Nichts. Nichts ist immer gut. Ja, halt automatisch, halt nicht gleich hin. Oh, Lava. Lava. Käfer. Drin für dich, warte mal. Rucksack schenken, alles. Was haben wir da noch gehabt? Da einen Mana-Trank schenken, alles. Genau. Da kann man wieder klettern und runterfallen. Yeah! Yeah! Pass auf der Ausdauer auf, gell? Na, no, ich hab da halt mal. Aber ich kann die mal wieder sitzen, gell? Ja, das war knapp. Denkt. Jetzt da? Gib mir nicht weiter. Jetzt geht's wieder. Boah, ist wohl knapp. Wow. Steh ich um. War nicht der Plan. Aber du bist wieder. Das Sprengfassel. Oben scharf, du stehst genau neben. Ja, ja, bin schon weg. Fass. Ruhe. Ach, da kommt was raus.
Das habe ich gefallen. Mit einem Streitkolben an der Hütte des Donners. Spirituell erhöht die Mana-Regeneration. Brutal. Rückgrischen Schaden und 20. Ja, nehmen wir einmal. Hinter dem Sprengfassel war eine Tür. Okay. Hey, Metallstreikolben, 20 Schaden. Kannst du legen. Normal. Kannst du legen. So, da können wir wieder drauf. Da muss man beten. Da kann der Bruder sein. Ah, da beten sie. Was ist denn da? Da wo die Sprengfassel war, also durchkommen. Ja, aber ich glaube, die Grabkammer müssen wir in der nächsten Folge fertig durchsuchen. Aber einen Knopf habe ich noch gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Dann triffst du den einmal. Du schon mit dem Parieren und dann trifft der Pflaume nicht. Der Herpflaume, Entschuldigung. Herpflaume? Na gut. Machen wir in der nächsten Folge weiter, da in der Grabkammer. Junge, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.